Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja, wir haben das letzte Mal eine schicke Aufgabe erledigt gehabt, eine denkwürdige Nacht. Wir waren in Morwenska. Wir haben einen netten Herrn kennengelernt, den der Aethrischen Prinzin, ja, zumindest einen von deren, wenn ich richtig informiert bin, gibt es da ja auch mehrere von. Keine Ahnung, ich bin mir da jetzt nicht ganz so sicher. Fakt ist mal, wir müssen jetzt definitiv erstmal hier ein paar Sachen loswerden. Das auf jeden Fall. Ja, Bücher ist klar, die bringen wir natürlich zurück. Und ansonsten, ja gut, okay. Ich meine, einzelne Sachen können wir natürlich verkaufen, aber wir müssen auch mal hoch ins Schloss, beziehungsweise irgendwo hin. Ich habe ein Rezept für Wildschmortopf, das ich ausprobieren möchte. Werdet ihr in nächster Zeit wild essen? Natürlich. Ich bringe euch welches mit, wenn ich wieder auf die Jagd gehe. Wenn ihr euch beeilt, ist für euch vielleicht ein Teller mit heißem Schmortopf drin. Mhm. Okay, hat das was zu sagen? Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Ja, das ist schön. Geht ihr auf die Jagd? Auf den Ebenen vor Weißlauf wimmelt es nur so von Wild. Das ist aber schön. Wir brauchen einen arkanen Verzauberer, damit wir das Zeug da rausholen. Vielleicht hier drin? Ich weiß es nicht. Lasst es uns rausfinden. Ich meine aber... Ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht, gebt mir einfach Bescheid. Ich habe noch einiges im Lager. Okay, alles klar. Wir haben hier definitiv ein bisschen was. Leichte Rüstung verstärken. Das braucht man jetzt nicht unbedingt herzustellen. Ausdauer wiederherstellen. Das ist schon mal eine sehr gute Sache. Da bekommen wir zumindest mal... etwas. So. Und Magieresistenz können wir natürlich auch ein bisschen was herstellen. Na, was das aber schon? Gegen alle Krankheiten, wollte ich doch sagen, ja. Ja. Das ist ja auch vollkommen okay so. Ich brauche trotzdem einen arkanen Verzauberer. Und... eigentlich habe ich nicht Lust, jedes Mal wieder oben in die Drachenfeste reinzurennen. Aber es gibt wohl keine andere Möglichkeit. Außer da tatsächlich nochmal reinzugehen. Und bevor ich es vergesse, ja, wir brauchen auch, beziehungsweise ich brauche auch wieder eine neue Begleitung, einen neuen Begleiter. Denn, ja... die arme Yennassa ist leider gefallen in Morwenska. Wo sind wir denn jetzt? Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen verkehrt gelaufen. Jo, was kre? Ja, ich habe ja natürlich... Ich habe natürlich so eine kleine Schwäche für weibliche Bekleider, aber ich... Wenn ihr mich jagen wollt, müssen eure Beine schnell und eure Augen schneller sein. Aber erstmal einen Begleiter finden. Ja, hier kann man direkt wieder rausgehen. Und verzeiht meine Stimme, beziehungsweise mein Hals, wenn ich mich ab und zu mal räusper, das ist, ja, im Moment halt ein wenig wieder crash. Achso, ja, hier muss ich wieder aufpassen. Vampir, ne, das ist halt der Nachteil von Vampir, dass man tatsächlich was magiger Ausdauer und, die Health Points, die Gesundheitspunkte angeht, dass die halt bei tagsüber nicht regenerieren. Ja, jedenfalls nicht so einfach. Es gibt einen kleinen Trick, wie man das ändern könnte, dass man zumindest mal ein klein wenig regeneriert davon wieder, aber ja, es ist nun mal so standardmäßig. Funktioniert das halt leider Gottes nicht. Gut, dann schauen wir mal. Hier war ein Hofzauberer und bei dem können wir natürlich entsprechend auch das ganze Zeug... da seht ihr es. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Ja, was hast du denn anzubieten? Werft einen Blick darauf. So, denn das ist nämlich auch eine interessante Frage der Zaubersprüche, das ist mal klar. Rolle der Blitzrune, Rolle des Eisumhangs, Eisstachel, ja, Flammenmantel und so weiter und so fort, ne? Also, der hat schon ein paar schicke Sachen da. Ja. Aber, ich glaube, interessanter sind eher die hier. Die Zaubersprüche, vorausgesetzt man nutzt sie denn. Schutzgeist beschwören, okay. Steinhaut... steigert den Rüstungswert des Zaubernden 60 Sekunden lang um 60 Punkte. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Das ist gerade für den Nahkampf, denke ich mal, schon praktisch, wenn man dort mehr Schutz hat, ne? Leichnam wiederbeleben, belebt einen mächtigen Toten wieder und lässt ihn... Achso, okay, alles klar. Heldenmut, das Ziel wird für 60 Sekunden nicht fliehen und erhält einen kleinen Bonus auf Gesundheit und Ausdauer. Okay. Ja, gut, okay, das ist jetzt alles nicht so das, was ich jetzt zwangsweise brauche. Ich denke mal, hier kann man direkt wieder rausgehen. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. Jojo, danke. Achso, Moment, das ist ja das Alchemielabor hier. Da wollte ich jetzt gar nicht... Irgendwo war hier doch auch ein arkaner Verzauberer.
nämlich direkt nebenan. Okay, alles klärchen. Den benutzt man natürlich. Moment, jetzt muss ich kurz überlegen. Zwemerbogen nicht, gewetzeltes altes Nordschwert, der Kälte auch nicht. Allerdings, die Halskette steigert Magieresistenz, steigert die Magiker, steigert die Fertigkeit, leichteres Rüstung. Ich denke mal, das können wir raushauen. Zack. Das können wir schon. Jetzt muss ich dann doch nochmal ganz kurz schauen. Was haben wir denn eigentlich alles momentan an? So, also den Zwemerbogen ist klar, den braucht man. Sanguins Rose, ja. Beschwört für 60 Sekunden ein Tremora. Warum können wir das nicht eigentlich? Na gut, aber ich meine, das ist ja auch jetzt so ein... Den bekommt man ja auch nicht alle Tage. Stab der Funken. Und die Ring der geringen Magiker haben wir aktuell in Gebrauch. Moment, ich sortiere das Ganze gerade mal. Amulett. So, Amulett von Stendard. Haben wir 4 Stück von. Schild absorbiert 10% mehr Schaden. Die macht nichts. Stärke die Magieresistenz um 12 Punkte. Ja, das ist eine Halskette, ne? Und hier bei den Ringen, da haben wir noch den einen Ring, der... Ja, stärke die Magiker um 20 Punkte. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. So kann man da nicht wirklich viel machen. Ich meine, wenn wir das dann einmal drin haben können, also wenn wir die Verzauberung gelernt haben, dann können wir die ja auf die Rüstung anwenden. Rüstung, Schwert, was weiß ich nicht, also Waffen. Ihr dürftet das ja auch mittlerweile kennen, also die Leute unter euch, die Skyrim selber nicht spielen. Es ist halt aber trotzdem immer eine Sache, verwendest du es oder verwendest du es nicht? Das sind jedenfalls mal die Dinge, die wir schon mal, ja, die wir brauchen. So, was haben wir an Seelenstein? Winziger Seelenstein. Wir haben Verzauberung, das ist auch mal klar. So, wenn wir jetzt einen goldenen Diamantring nehmen zum Beispiel. Ja, ich mag Schmuck. Schmiedekunst verstärken, zweihändig verstärken. Das wäre gar nicht verkehrt. Magiker Regeneration, Blitzresistenz. Also ich denke mal, wenn wir da das herstellen, wird das vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Wisst ihr was, das machen wir jetzt einfach. Wir tun jetzt einfach mal hier, zack. Ja, Magieresistenz. Genau. Verzauberung verbessert auf 32. Okay, und natürlich auch das hier. Stärke die Magiker um 20 Punkte. Zack. Und den Rest, den lassen wir, glaube ich, noch drin, bis wir dann mal eine ordentliche Waffe haben, die wir verzaubern können. Also, wo es sich lohnt, die Waffe her. Von der Kolonde-Ausstattung her, ich meine, da kann man sich sicherlich was auch zusammenschmieden. Das wird sowieso mal an der Zeit, dass ich da mal irgendwo ein bisschen mehr die Schmiedekunst erhöht kriege. So, aber nichtsdestotrotz machen wir einmal diesen. So, wir brauchen einen Gegenstand. Was nehmen wir denn? Einmal einen Ring. Nehmen wir mal diesen. Für den Ring, ja, was wollen wir dem auferlegen? Ja, Schmiedekunst verstärken ist klar, das wäre natürlich auch gar nicht so verkehrt. Zweihändig verstärken. Ja, ich benutze eigentlich Einhandwaffen generell. Weil vielleicht... Ne, man sollte sich vielleicht dann doch schon mehr spezialisieren. Deswegen bringt mir die Zweihand auch nichts. Magiker kann man verstärken. Oder halt die Magie... ja, Magieresistenz. Die machen wir jetzt einfach mal. So, ein Seelenstein. Nehmen wir mal das hier. So. Verzauberung verbessert. Jawohl. Dann haben wir, zack, 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 eine Halskette. Die tun wir auch. Ja, so richtig viel haben wir nicht, ne? Das ist halt das Problem dabei. Vielleicht packt man einfach mal eine Blitzresistenz rein. Jawohl, herstellen. Zack. Ja, Zauberung verbessert, das ist auch klar. So, verwenden tun wir auch, Moment, die Stahlplattenrüstung meine ich. Da kann man auch ein bisschen was machen. Beschwörung, Veränderung, Magiker-Regeneration verstärken. Was verändern? Veränderungszauber, bla bla bla. Magiker. Das ist alles die Magiker-Regeneration.
Also, ich stelle schon fest, so richtig viel haben wir nicht. Wisst ihr was, dann hauen wir dort einfach mal die Schmiedekunst drauf. Hä? Achso, ein Seelenstein, ja, genau. Zack. Jawohl. Ich weiß gar nicht, tut sich das denn dann summieren, wenn ich jetzt hier mehreres mache, also mehreres nehme? Dann können wir nämlich eigentlich auch nochmal die Stahlplattenstiefel jetzt zum Beispiel testweise mal versuchen mit. Achso, können wir, das können wir wieder nicht. Dann nehmen wir halt nochmal hier die Blitzresistenz, zack, herstellen. So, und dann schauen wir doch einfach mal, wie es jetzt aussieht. So, einmal ausrüsten. Ja, steigert die Blitzresistenz um 1%. Ja, das ist natürlich auch richtig gut, ne? Ja, steigert die Markierresistenz um 2%. Ich meine, das ist besser als nichts. Besser als gar nichts. Und so Prozent gesehen, ich meine, wahrscheinlich werden die Grundwerte genommen und dann davon 2% hinzuaddiert. Ja, je nachdem, wie man ausgestattet ist, vielleicht gar nicht mal so verkehrt. So, was haben wir hier? Stahlplattenrüstung, das hat funktioniert. Waffenrüstung kann um 1% verbessert werden. Ja, ist natürlich auch klasse. Stahlplattenstiefel steigert die Blitzresistenz. Hatten wir auch schon. Ja, ich bin gespannt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich mir da gerade ins Boxhorn, mich ein bisschen selber ein bisschen ins Boxhorn jage, weil das Ganze sowieso nicht so wirklich funktioniert. Aber nichtsdestotrotz, es macht ja gar nichts. So, Freundchen, darf ich dir denn auch schon mal was verkaufen? Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten. Ja, ja, ja. Werft einen Blick darauf. Klar, machen wir doch. Aber ich mag dir was verkaufen, Kumpel. Was darf ich dir denn andrehen? Stab der Funken. Ja, ich weiß, Sanguins Ruse, den Stab, den werde ich definitiv nicht verkaufen. Aber den Stab der Funken, denke ich mal schon. Zack. So, was haben wir hier? Auch wenn der gute Herr natürlich nicht so viel Geld hat. Ihr seht es ja selbst, ne? Oh, Wert. Der muss man also auch noch aufpassen, dass man sich hier nicht selber... Ja, zack. Dann hat er nämlich nichts mehr. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier ein Winterfeste besuchen. Natürlich, natürlich, mein Freund. So, können wir irgendwas mit der Karte anstellen? Wahrscheinlich eher nicht. Auch wenn es eine richtig schöne Karte ist, aber die kennen wir ja eigentlich schon. So, wie gesagt, bevor wir ins nächste Abenteuer gehen, uns begeben, werden wir jetzt einfach mal hier, beziehungsweise werde ich jetzt einfach mal ein paar Dinge verkaufen, Vorbereitungen treffen und auch mal überlegen, wo wir jetzt den nächsten Begleiter herholen, weil ganz ohne Begleiter wäre ein bisschen blöd, ja. Ich gebe zu, ist natürlich blöd gelaufen, dass jetzt schon wieder die Nassa, die nächste Begleiterin tot ist, aber was willst du machen, ne? Was willst du in dem Moment machen? Was macht das Kaiserreich? Nichts! Nein! Ihr seid gekommen! Ja, du hast natürlich auch nichts weiter zu sorgen. Steht auf, Kinder des Kaiserreichs! Das Zeug sammeln wir auch ein. Sturmmäntel! Nehmt das Wort des mächtigen Talos an, der sowohl Mensch als auch... Sturmmäntel, kaiserliche Drachen! Mir ist es egal, wen ich umlege. Mann, die reden aber auch immer, hey. Die reden immer ordentlich und die Frage ist halt, ist das in Ordnung, was die da reden, beziehungsweise kann man denen überhaupt vertrauen? Ja, Heimskris Haus, Novize, aufschließen, da ist keiner zu Hause. Ich denke mal, wir können jetzt mal zu Billedor. Denn ein paar Sachen möchte ich schon noch aus dem Inventar loswerden. Zumindest soweit verkaufen, Rest kann man natürlich wieder in Priesenheim, also in unserem Eikenheim. Alles steht zum Verkauf. Für manche ist es ja, hör mal auf zu puppeln. Sind es Schätze. In unserem Eikenheim dann letzten Endes deponieren, ja. So, was haben wir denn hier? Kriegsachs, können wir verkaufen, ne? Der gute hat 750, vielleicht soll man mal ein bisschen schmucklos werden. Wobei, letzten Endes, ich glaube, ist es gar nicht mal so verkehrt, wenn wir ein bisschen Schmuck übrig haben, um letzten Endes dann vielleicht ein bisschen für die Verzauberung, ne? Falls wir bessere Sachen kriegen, immer wieder üben, bis wir dann gute Sachen haben. Und deswegen werde ich jetzt mal hier erstmal die Sachen verkaufen, die sowieso nicht gebrauche. Oder nutze, sagen wir es mal so. Zwergen Zweihänder des Schwundes, ja. Das ist ein Zweihänder, den hauen wir auch raus. Redekunst verbessert auf 34, sehr, sehr gut.
So lobe ich mir das doch, ne? Dann tust du selbst, wenn du nur einfache Dinge verkaufst, letzten Endes schon mal ein paar Sachen gut machen. So, zack, und schon sind wir nämlich hier fast schon quitsch. 9 Stück. Ja. Alles klar, dann hat er nämlich schon nichts mehr. Bitte kommt wieder. Ja, ja. Irgendwann mal vielleicht kommen wir auch wieder. So, dann war im trunkenen Jägersmann, glaube ich, konnte man auch noch ein paar Dinge verkaufen. Kommt doch mal in Bellators Laden am Markt vorbei. Ja, da war ich schon. Bestimmt etwas, das ihr gebrauchen könnt. Ich will nicht unhöflich sein, ja, ja, aber ich habe im Moment zu viel zu tun, um mich zu unterhalten. Ich glaube, bei der Therme können wir auch noch ein paar Dinge verkaufen. Ich habe hier einige. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Ja, ja. Ich mag jetzt erstmal ein paar Dinge verkaufen an dich, junge Dame. So, und dann seht ihr mal hier, ne? Das sind sie. Ja. Moment. Das ist ja von ihr und nicht von uns. Oh, Mann. So, einmal... Ja, die Stahlkriegsachse. Wieso habe ich die denn vorhin übersehen? Die kann man natürlich auch noch raushauen. Vampirrüstung, die können wir raushauen. Ansonsten haben wir hier gar nichts weiter für sie, ne? Eisenbachen verwenden wir selber. Eisenerz genau das gleiche, ist aber Erz das gleiche. Ein Spee. Oh, das ist schade, ne? Die hat 1002 an Gold. Da hätten wir schon ein bisschen was verkaufen können. Vergesst nicht auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Okay, vielleicht begeben wir uns auch erstmal hier hin. Eisenbachen. So, dann mehr kann man schon nicht mehr herstellen. Also zumindest nicht einschmelzen, sagen wir es mal so. Okay, was haben wir denn hier? Zack, können wir nur das Zeug hier herstellen? Ich meine, man könnte es natürlich machen, ja, das ganze Zeug hier herstellen, aber das bringt mir nichts, glaube ich. Ich hätte eher mal lieber eine Waffe oder sowas hergestellt. Stahl, Zweihänder. Stahlschwert. Achso, da brauche ich Lederstreifen. Die ich natürlich mit unterwegs gar nicht erst mitnehme, weil ich sie immer so empfinde, als würden sie stören. Ja, keine Ahnung. Das ist, ja. Nettes Wasser. Nein, davon abgesehen, Leute. Zack, einmal hier zum Schleifstein. Können wir mal gucken. Die Spitzhacke können wir verstärken, vom Schaden her. Ja, das macht natürlich Sinn. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Diese Ehre gebührt Eol und Graumähne. Sein Stahl ist legendär. Ich will nur eine faire Chance. Ja, das ist ja auch vollkommen okay, ne? Moment, vielleicht schauen wir dann doch noch auch mal direkt hier rein. War Maidens, ja, Kriegsjungfer. Willkommen in der Kriegsjungfer. Danke, was hast du dann zu bieten? Ja, werft einen Blick drauf. Alles klar, also Rezepte oder sowas kann man bei dem auch nicht lernen. Wir könnten nur das Zeug hier kaufen. Könnten wir. Mach mal nicht. Mach mal nicht. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Ich weiß zwar nicht, wie der gute Herr da drauf kommt, wenn ich gar nicht kaufe, aber gut. Hier liegt übrigens immer noch der lette Kultist. Auch nicht verkehrt. The Drunken Huntsman, der trunkene Jägersmann. Ich bin sicher. Hallo, mein Freund. Was jagt ihr denn? Egal. Ich will es gar nicht wissen. So, können wir denn hier noch irgendwas loswerden? Eher nicht, ne? Die Sachen könnte man loswerden, das ist auch mal klar, aber... Ich meine, auf die Menge gesehen macht es natürlich schon Sinn, wenn man hier ein paar Sachen verkauft. Zutaten und ansonsten die Triche will ich nicht verkaufen. Nee, Leute, das bringt einfach nicht. Es war mir eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. De facto, ich brauche einfach mal einen neuen Begleiter. Alfred! Kopf des großen kampfgeborenen Clans. Ja, ja. Ihr habt den Namen sicher schon gehört. So, dann stellen wir wenigstens noch ein paar Süppchen her, soweit wie es geht. So, Moment, stellt 15 Ausdauer her. Ausdauer ist ja immer so ein Thema. Deswegen. Eine sicher einartige Kombination. So. Dann haben wir da auch wieder was im Inventar, was wir mitunter mitnehmen könnten. Moment, halt, wo ist denn jetzt. Da drüben, ja. Sorry, dass ich hier das ganze Zeug durch die Gegend schmeiße. Mehr oder weniger. Ist hier noch jemand drin? Ich glaub's ja nicht. Zack, einmal diesen.
gehen wir hier wieder raus. So, zack. Schade, schade, schade. Wo hole ich mir denn jetzt den nächsten Begleiter her? Vielleicht dann doch in Flusswald? Es macht keinen Spaß, ständig nur herumgeschubst zu werden. Da gebe ich dir recht, mein kleiner Junge. Und hier. Okay, versuchen wir mal da oben irgendwie hinzu. So, zack. Besser als gar nichts, ne? Rohes Rindfleisch, alles klar. Das verdirbt natürlich auch gar nicht, wenn es da drin so liegt. Wobei, es trocknet ja, ne? Je nachdem, unter den richtigen Umständen könnte da draus ein Leckerschmaus werden. Ja, so. Da lang. So, jetzt gilt es erstmal, die Bücher rauszupacken. Und zwar nicht nehmen. Moment, das wäre natürlich blöd, wenn ich jetzt die Bücher wieder raushole. Ahnen und Dunmar. So, das geht raus. Das. Ach du mein Gott, hab ich hier wieder ordentlich Bücher? Mischtaktiken. Alles raus. Da fragt man sich, wann ich das alles eingesteckt habe. Schaut mal, wie viel das an Traglast schon wieder ausgemacht hat. So, Kommode. Das geht natürlich auch alles Sonstige raus, was wir nicht brauchen im Moment. Ja, die lasse ich mal lieber drin. Falls ich die brauche. Also Spitzhacke und Co. Warte mal, das geht raus. Sanguins Rose. Davon können wir auch ein bisschen was rausbacken. Holzmaske. Na gut, die hat jetzt nur zwei Gewichte. Nehmen wir mal mit. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir die irgendwo anders noch nutzen können. Ich glaube es jetzt zwar nicht unbedingt zwangsweise, wobei, je nachdem, wir brauchen ja auch noch die anderen Masken für diese Statuen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht bekommt man die auch nur mit den Holzmasken. Das weiß ich nicht, Leute. Ich lasse es mal lieber im Inventar drin. Es ist allemal besser, als würde ich es dann nicht mit haben und ja, könnt ihr dann doch irgendwie gebrauchen. Und du mal lieber hier was raus. Flasche mit Gegengift. Stoppt andauernde Gifteffekte. Andauernde Gifteffekte. Untertrunk der Feuerresistenz der Gewandtheit. Ja, plus 30 auf Redekunst. Komm, raus. Untertrunk der Wasseratmung. Raus. Feuerresistenz lassen wir mal drinne. Krankheitsheilung. Da packen wir mal 5 raus. Ne. 5. Okay. Veränderungszauber verfügen für 60 Sekunden über eine um 25% längere Zauber. Ach du Gott. Okay. Ach, kommt erstmal raus damit. Zaubertrank der Zerstörung. Lass mal drin. Heilers. Widerstandszauber sind für 60 Sekunden 20% stärker. Das ist auch okay. Des Verteidigers. 10% mehr Schaden absorbieren. Beschwörung. Ja, komm raus. Giftresistenz. Lass mal drin. Magieresistenz. Ja, lass mal drin. Zweihändig verstärken, kann rausgehen. Das kriegt man eh nicht quitt. So. Was haben wir hier? Die sollte ich auch mal benutzen irgendwann mal. Ja, da kann man auch mal was rauspacken eigentlich, oder? Oder Leute, was haben wir das drin? Das sind 219 von 350. Also das macht mich gerade nicht glücklich, so wenig Traglast zu haben. Der fällt mir auch gerade ein. Machen wir gleich noch. Dass ich noch eine Stufe, glaube ich, frei habe. Schlammkadapenchitin. Das will ich eigentlich auch nicht rauspacken. Nicht so wirklich. Dann lieber die Eisenbachen raus. So. Granatstein, Amethyst. Das Horn lassen wir drin, ist klar. Eine leere Flyfly. Wann habe ich die denn eingesteckt, Leute? So, Saphir geht auch noch raus. Den kann man gar nicht rauspacken. Die Schreibfeder kann man rauspacken. Silbererz raus. Ja, Dodge. Fackel, ne, Leute? Fackel. Die lassen wir drin. So, ungewöhnliche Steine. Ja, die packt man natürlich nicht raus. Gut. Dann haben wir 208. Und, ja, ich sehe schon, diese Folge wieder nur mit Vorbereitung verbracht. Na, sind wir nicht ganz durch. Aber
Es gibt noch ein bisschen was zu tun. Neue Stufe, genau. Zack. Und Mr. Watch, damit wir mehr tragen können, denke ich mal, gehen wir eher auf die Ausdauer erstmal. Magika, ja, 100. Ist jetzt nicht die Welt. Gesundheit wird uns was bringen und Ausdauer. Ausdauer, denke ich mal, denn mit der Ausdauer hängt ja auch die Traglast zusammen. Und dann gehen wir hier... Wo ist es denn? Schleichen. Oh, was ist denn jetzt los? Zack, schleichen, leichte Rüstung, Schießkunst, einhändig, zweihändig blocken. Da. Schmiedekunst, 26, Leute. Das ist jetzt nicht unbedingt die Welt, ne? Erfordert 60. Erfordert 30. Hallo? Und hier... Also ich muss ins Schmieden reingehen irgendwie. Leute, ich muss schmieden. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt so richtig dann halt zur Rande krieg. Aber in der Zeit, was mache ich denn, Mensch? Was mache ich denn? Fertigkeiten. Zack, können wir mal noch vergeben, einen Punkt. Dann ist die Frage, gehen wir in die schwere Rüstung rein zum Blocken? Ich stelle deine Fäuste, gut ausgerüstet, 25% Rüstungsbonus, wenn du ausschließlich schwere Rüstung trägst. Kopf, Brust, Hände und Fuß. Ich meine, das machen wir, ne? Denn das ist ja eher das... Ja, komm, zack. Das klären wir jetzt. Das ist nämlich das, was, wo ich so ein bisschen eigentlich raus will, drauf hinaus will. Letzten Endes wirklich mehr oder weniger überwiegend... schwere Rüstung tragen, ne? Schwer, schwer, schwer und schwer, ja. Dann kriegen wir auch den Bonus. Selbst das Schild ist schwer. Dann passt das eigentlich alles, ne? Ja, Leute, während wir jetzt aber hier zur Tür rausgehen, würde ich mal sagen, beenden wir diesen Bart. Denn soweit, auch wenn die Traglasse ist, macht mich nicht wirklich so glücklich. Bin ich ganz ehrlich. Ich muss mir da noch irgendwas einfallen lassen, wie ich das verändern kann. Vielleicht habt ihr ja noch den einen oder anderen Tipp für mich, was ich da noch machen könnte, ja? Oder vielleicht den einen oder anderen Gegenstand im Hinterkopf, den ich jetzt so noch nicht kenne, der jetzt regulär im Spiel ist. Bitte keine Mods oder sowas, die dann Inventar ausweiten oder irgendwelche Cheats mit dem... Oder Inventar-Code, sag ich schon. Konsolen-Codes. Ja, weil das macht mich dann nicht glücklich. Ja, de facto ist es aber so, dass ich schon... Vielleicht gibt es ja irgendwas, ne, wo man das Inventar erweitern könnte. Klar, Bekleider. Müssen wir beim nächsten Mal noch suchen, irgendwo einen mitnehmen. Ich weiß jetzt nicht, Pferde oder so kann man sich ja auch kaufen. Ob man bei denen dann letzten Endes noch ein paar Dinge reinpacken kann, ein paar Gegenstände. Weiß ich nicht, ne. Vielleicht gibt es ja auch irgendwas. Also schreibt es ruhig in die Kommentare rein, wenn ihr da was wisst. Ich würde mich drüber freuen. Auch generell über Kommentare. Generell sowieso freue ich mich immer drüber. Gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Ein Däumchen nach oben und ansonsten schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit The Elder Scrolls 5 Skyrim. Natürlich dann das nächste Mal mit Abenteuer. Bis dann, Leute. Ciao.